geht's heute. Das ist das Schwimmbad. So, und das ist die Zeltwiese, auf der wir waren. So, es wird jetzt ein Gewitter kommen, in etwa eine Viertelstunde. Es wird eine Dreiviertelstunde dauern, deswegen müssen wir leider in die Deckenpartie unterkommen. Vorne ist der Marzipan-Tee. Erdbeertorte. Das ist die Marzipan-Schokolade. Es tut körperlich so gut, so viel Fahrrad zu fahren. Jetzt sind wir richtig im Flow, man spürt, wie der Körper auf Bewegung ausgerichtet ist und jetzt endlich mal ausgelastet wird. Ich erlebe diesen Prozess als sehr gesunden. Hier ist die Finnland, dann möchte ich heimgehen, wir würden gerne nochmal nach Trelleborg fahren. Hier fährt man durch eine Ferienkolonie mit ganz vielen kleinen Häuschen. Der ältere Teil, den jüngeren Teil, da sind wir eben gerade durchgefahren. Vor vielen Jahren sind wir schon mal hier in den Weg nach Goldenhagen gefahren. Ich habe nicht in Erinnerung, dass der so häufig war. Aber das geht als naturbelassener, unbefestigter Weg bis nach Goldenhagen. 27 Kilometer. So, jetzt wird aus dem holprigen Weg ein holpriger Holzstegweg. An den kann ich mich gar nicht erinnern. Auch ganz hübsch, aber schwer zu fahren. Kommt hier so eine nette Brücke. Das ist jetzt dieser sehr unberührte Strand auf dem Weg nach Goldenhagen. Ein Kitesurfer. Dann aber sagt der Regenradar, dass es bald regnen wird. Es ist nicht klar, ob es auch gewittern wird. Auf jeden Fall entschließen Franziska, Alexander und ich uns, nach Goldenhagen zu fahren. Mein Mann und Emanuel wollen dagegen lieber am Strand bleiben und sich einen Unterstand suchen. Es war die Frage, wer wird jetzt mehr nass? Also sehr spannend, hier gegen den Regen anzufahren. Noch haben wir gewonnen, es ist noch im Trockenen. Stürmt sehr, fängt sich in der Ferne doch an zu rummeln. Mal gucken, was sich da zusammenbraut. Also ich glaube, ich muss jetzt mal die Kamera reintun. Sieht so aus, wenn es jetzt anfangen würde, wenn er langsam zu uns kommen würde. Also hier tropft es noch. So, also jetzt hat es aufgehört zu regnen. Wir schätzen, dass es 15 bis 20 Minuten geregnet hat. Wir haben auch alles abbekommen, aber es war nicht so schlimm. Vor allen Dingen wegen dem Rückenwind nicht. Nur mussten wir einmal ins Landesinnere und hatten Seitenwind. Das war ganz schön unangenehm. Jetzt sind wir 5 Kilometer vor Goldenhagen und setzen uns dann gleich ein warmes Kaffee. Eben noch hat man zwischen den Bäumen die Bucht bei Goldenhagen gesehen. Wir sind jetzt noch in einen zweiten Schauer reingekommen. Jetzt nieselt es nur noch, wir kommen nach Goldenhagen. Aber es ist bestimmt auch gut. Naja, ich würde mal schätzen, 5 Kilometer bis zu der Bucht. So, jetzt sind wir eh durchnässt, jetzt können wir auch bis zur Goldenhagener Seebrücke fahren. Wobei meine Jacke hält wirklich gut, das kann man nicht anders sagen. So, die schönsten Meerbilder hat man ja direkt nach dem Regen. Thank you.
das ist jetzt die Fahrt raus aus Boltenhagen. So eine Art Fahrradweg, Fußgängerweg, beides. In die Hansestadt Wismar eingefahren. Jetzt haben wir eingekauft, eingepackt und sind auf dem Weg zum Campingplatz, der nur noch 2 Kilometer mal weit weg sein soll. Ist natürlich wieder die Fahrt eingetreten, die wir nicht haben wollten. Es ist fast dunkel und es wird ganz dunkel werden, bevor wir alles aufbauen tatsächlich. Was ist da? Jütmoor heißt da. Also irgendwie scheint er ganz neu zu sein, der Platz, und der hat 24 Stunden auf, und wir wurden jetzt begrüßt von dem Opa, dem Vater und seinen 2 Kindern, 3 Generationen, und der Vater war ganz beeindruckt von unserer Tour und hat am Schluss gesagt, herzlich willkommen auf unserem Campingplatz, richtig nett. Ja, ist halt alles neu, hier ist noch nicht wirklich Gras gewachsen, doch hier ist so ein bisschen, da steht sogar ein Zelt. Das ist total lustig hier.